Sortieren wir noch kurz Schweröl hier raus. Dun, 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 dun. Und dann haben wir das Nervigste auch schon hinter uns. Auf welche Höhe machen wir das? Einfach noch höher, ha? Ja, wir haben ja den Platz. Also dahin. Weep, 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 oben rechts. 18 Türme schießen, das sollte soweit okay sein. Du bist zu weit vorne. Zack. Zack. Danach da. Das Knubbelmuster ist lustig hier. Du danach da. Oh. Gib. Und ich habe es anscheinend doch nicht automatisiert mit den Röhren. Sonst müsste ich ja durchgehend befüttert werden mit denen. Tue ich aber nicht. Hey. Oh ja, kommt auf die Liste mit Dingen, die wir gleich automatisieren, wenn wir weitermachen. Warum? Ah doch. Bau. Baue eher das ultimative Abbauding. Und ja, ich weiß es nicht ultimativ, es gibt noch größere. Das da hat ja nur einen Abdeckbereich von 13 mal 13 Feldern. Es gibt ja später ein Mining Drill mit 99 mal 99 Feldern. Was ein bisschen krank ist, aber na gut. Du. Bau noch davon welche. Ching, 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 ching. Oh, du brauchst eine Weile. Ja, okay. Dann während das da unten am Machen ist und Tun ist, pappe ich hier schon mal Ärmchen, 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 Ärmchen hin. Kiste, Kiste. Und ich brauche mehr Kisten. Beschränkt wieder gar nichts. Die werden voll gemacht. Ich mache auch diesmal keine Ärmchen, die Kisten entleeren, um andere Kisten zu befüllen. Jedenfalls vorerst nicht. Und wenn ich es denn später machen sollte... Oh, oh. Drei Türme schießen, ne? Das kann nicht gut sein. Dann komm. Vier Türme schießen. Zwei Türme schießen. Das sind Tote. Also die Gegner. Da oben schießt ein Turm. Aber das wird der Topaz-Turm sein, der ein Duell gemacht hat mit dem Spucker. Und der Topaz-Turm hat gewonnen. Sehr gut. Genau, also Ärmchen, die Sache aus Kisten nehmen, um andere Kisten zu befüllen. Falls ich das machen sollte, um größeren Puffer zu haben, kommt es alles hier einfach an eine Reihe, damit es schon übersichtlich ist. Nicht so eine komische Knickformation, wie wir unten hatten. Das fand ich nicht so dolle. So, das wird schon mal produziert, das ist gut. Es staut sich beachtlich schnell. Ja. Von da nach... Moment mal. Achso. Ja, die Abstände sind anders. Von danach so. Zack. Schweröl kommt jetzt auch. Das heißt, das Ding arbeitet erstmal ein bisschen. Hier sollte was rein? 420 Kilowatt. Also ich könnte die Stromsparmodule reinschmeißen. Weil schneller arbeiten müssen die ja nur, wenn wir Mangelerscheinungen haben an irgendeiner Flüssigkeit. Bevor wir keinen Mangel haben, können die ruhig stromsparend laufen. Wir könnten auch Smog reduzieren, sie laufen lassen, aber das wollen wir ja gar nicht mehr. Hm? Wir haben jetzt hier unseren Fünferdrill. Ta-ta-ta-ta. Geh mal runter. Bin ich jetzt echt gespannt, wie schnell der ist. Weil die Dinger brauchen ewig zum Abbauen. Einfach mal alle auf einmal. So. Fängt mit einem Topaz-Ohr an. Oh, wie geil! Speedmodule, wo ist meine Speed? Ich brauche Speedmodule. Ach du Scheiße. Okay, okay. Wie viele kannst du abbauen? Expected Resources. 620 Topase sehe ich da. Also die guten Topase, nicht die useless Topase da oben. Das sind 1200. Ich brauche unbedingt Robo-Abdeckung hier unten. Gib mir, gib mir, gib mir da. So, Mist. Fließband? Ja, mach mal da das Ding hin. Da ein Roboterarm. Da den. Da die Blaupause. Da. Kommen sie hinterher.
Habe ich ganz schnelle Ärmchen? Ich glaube, ich habe ein ganz schnelles Ärmchen. Zing, 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 zing. Oh, warte. Ist das im Abdeckbereich? Roboter? Nee. Okay, anders. Schnelles Ärmchen, schnelles Ärmchen. Knick, knick, knick. Und Kiste, Kiste. Zip, 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 zip. Ja, die futtern alles weg. Trotzdem ist das Fließband zu langsam. Aber das hält hier eh nicht ewig. Das Ding ist so schnell leer geputzt. Ist okay. So, die Tupause werden jetzt alle... Nee, momentan werden die grünen Steine verarbeitet, ne? Was für ein Rotz, lass das. Keine grünen Steine mehr. Wir wollen jetzt eine Armee aus Tupastürmen haben. Du machst bitte... Zack. Crushed. Du machst bitte... Chunk. Du machst bitte... Raw. Go, go, go. Gib mir... Wow. Okay. Gib mir bitte das alles. Tu das weg. Was mache ich mit 136? Crushed. Schieß mich tot. Oh ja, ich brauche mehr Speedmodule. Ich will jetzt ganz schnell ganz viele davon haben. Und dann einen Kreis ziehen um die Basis mit den tollen Tupastürmen. Und dann habe ich absolut keine Gefahr mehr. Und kann in Ruhe das Ding da aufbauen und weiter forschen und. Wo laufe ich gerade panisch Kreis hin? Ich... Genau, Speedmodule. Da sind meine Speedmodule. Gib mir 20 Stück davon. So, und dann hätte ich gerne hier die alle raus. Die alle rein. Die alle raus. Die alle rein. Du hast schon, du. Okay. Da kommen die ersten raus. Sehr gut. Dann hätte ich ganz gerne hier noch meine Taschen entleert mit dem ganzen anderen Kram hier. So. Die zwei Roboports waren auch für irgendwas wichtig, aber ich kann gerade nicht denken, ich muss Topaz-Türme bauen. Du bau Topaz-Turm. Ich glaube, die waren irgendwo... Also entweder waren die hier oben dafür, dass die Roboter hier auch aufgeladen wurden. Oder für unten. Wobei, unten hatte ich ja festgestellt, dass wir das umgehen können durch das Fließband. Das haben wir ja auch gemacht. Hier ist abgedeckt, ne? Ja, ist alles abgedeckt. Da unten fehlt noch ein bisschen was an Mauer, aber... Das ist leicht behoben. Spam, 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 spam. Spam, 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 spam. Ah, hier ist alles gut. So. Ich wollte noch Sachen in mich reinschieben. Da. Das Lichtding nicht, nö. Ja. Spielercrafting macht gerade gar nichts, aber wüsste auch ad hoc nicht so wirklich, was ich gerade machen soll. Ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass die drei Fabriken genug Topaz-Teile ausgespuckt haben, damit ich die restlichen Türme bauen kann. Was nicht ganz so schnell geht, aber ja. Ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Roboter, raus. So. Also während ich warte, dass die Topaz-Dinger da fertig werden, sollte ich wirklich hier oben weitermachen, damit wir das möglichst schnell umswitchen können von das alte System, von dem alten System auf das neue. Also. Wir haben Schweröl, wir haben Leichtöl, wir haben Petroleumgas. Wir brauchen jetzt... kein Angriff. Ist da oben, ist okay. Wir brauchen jetzt mehr Chemical Plants. Da. Bau davon welche. Oh, was wird da zerstört? Mauern. Das heißt, es ist ein etwas zäherer Gegner. König? 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 Ne. Aber war schon mal ein Ticken garstiger. Deswegen setze ich mal einen von den neuen Türmen dahin. Was machst du da? Weg. Und noch einen von den neuen Türmen dahin. Damit die sich überkreuzen und dann hier Schaden machen können. Weil hier war ja anscheinend ein Angriff. Macht also einsatzweise Sinn. Und das bitte alles weg. Was war das da? Oh ne, du nicht weg.
So. Du kriegst noch eine zweite Lampe. Kriegst noch eine zweite. Da. Weg, 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 weg. Ist nicht im Abdeckbereich. Das ist doch alles doof. Also eigentlich müssten wir alle Roboporter upgraden auf MK1, aber das kostet viel zu viel Ressourcen. Das können wir später machen. Ist das hier endlich alles fertig? Ja. Strom ist also okay. Nicht wirklich top, aber okay. Wir könnten spaßeshalber mal kurz das Ding spiegeln und gucken, wie viele Sachen aufgestellt werden können. So. RR. Du kommst dahin. Ja, der Rest weiß ich nicht. Aber ist mal Einzugsgebiet, ne? Ja, also was von den Sachen da ist, kann schon mal aufgebaut werden. Wir müssen nur dran denken, dass ich nach und nach die Blaupause neu drüber setze, damit auch der Rest aufgebaut wird. Habe ich irgendwas dabei, was Ihnen helfen könnte? Ja, so 18 Boiler könnten schon mal helfen. Tut die mal da rein. Sonst nicht so wirklich viel, ne? Naja. Ja, Kisten. Tu mal Kisten rein und bau mal neue Kisten, neue Kisten. So, dann schaue ich noch einmal kurz nach den Topasen, um neue Türme anzuschmeißen. Und danach werden wir uns dann wohl erst in der nächsten Folge weiter um das Öl kümmern. Du? Ja, das sieht schick aus. Gib mir bitte 4 Topaz-Türme. Ja, definitiv. Also jetzt sollten wir eigentlich schon mal... Ich wollte gerade sagen, wir sollten jetzt schon mal sicher sein. Der kommt gleich in Angriff. Also natürlich sind wir nicht sicher, weil wir noch keine Rundum-Abdeckung haben. Aber ich kann, sobald ich sehe, dass wir angegriffen werden, einfach dahin laufen und da dann die Türme hinbappen. Und dann sind wir da sicher. Guckt euch das an. Zack, 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 tot. Ist aber immer noch kein König. Was mich ehrlich gesagt ein wenig irritiert. Dass der Gegner quasi das Potenzial hat, Könige rauszuwerfen, aber die Könige gar nicht angreifen. Vielleicht, weil die Basen die Könige nur spawnen, wenn ich den Respawn trigger und nicht einen Turm? Keine Ahnung. Aber ich denke, das kommt noch früh genug. Und dann werde ich heilfroh sein, dass wir die Mining Drill gebaut haben. Und jetzt irgendwie 10 Folgen lang oder was geforscht haben, um das hinzubekommen. Hat sich definitiv rentiert. Der Drill ist super. Und momentan nutzen wir ihn ja nur in Anführungszeichen für die Kristalle. Wenn wir das jetzt auf dem Eisenfeld drauf bappen würden, das wäre bestimmt ziemlich abgefahren. Wie viel hast du noch? Ein bisschen war es, ja. Hatten wir noch... mach mal das weg. Das da ist ein richtig schönes Kristallfeld. Ein bisschen außerhalb. Ja. Müsste man, wenn, dann Kolonien machen. Das hier könnten wir uns noch einverleiben. Ja, stimmt eigentlich. Wir könnten mal einen Mini-Außenposten machen. Mit Stromversorgung zur Hauptbasis. Und als Verteidigung, keine Ahnung, dann später 20 Dopa-Stürme oder so. Da kommt nichts ran. Das wird alles instant aus 2 Bildschirmen Entfernung weggetackert. Was mich daran erinnert, ich sollte auch mal den absoluten Topaz-Turm testen. Den wollte ich nicht nutzen, weil er viel zu viele Ressourcen frisst. Aber so einen oder so mal testweise bauen, einfach nur um zu gucken, wie stark er wirklich ist, könnte interessant sein. Ja, jetzt aber erstmal eine kleine Pause. Nächste Folge setzen wir die Topaz-Türme, einfach hier irgendwo im Osten und Süden, und basteln weiter an der Ölversorgung. Also dann, bis gleich.